2, 1. Hallo meine Lieben und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Harvest Neue Augen. Wir stehen noch immer beim Bienemann. Der Bienemann lässt sich durch nichts triggern. Die Kerze roch wunderbar nach Honig und Blumenfeldern. Zumindest vermutete Lilly das. Die Blumen im Kloster hatten immer nach Insektiziden gerochen. Lilly hatte trotzdem gerne an ihnen geschnüffelt. Und das war das, nachdem ich nachgeguckt habe, weil ich überhaupt nicht mehr wusste, warum. Und ich muss einfach überall einen Linksklick machen, einen Rechtsklick machen. Weil ich glaube. Ich hadere mit der Freiheit. Du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen? Oder? Ach. Natürlich willst du das nicht. Das hat die Oberin doch verboten. Okay. Verbote. Komm. Feuer machen. Kui. Das riecht gut. Aber auch wenn die Illusion fast perfekt ist. Es sind doch nur künstliche Aromen und chemische Ester. Eine fast perfekte Illusion. Aber nichts Reales. Wie alles hier in der Anstalt ist es nur der halbherzige Versuch, uns ein Leben in Freiheit vorzugaukeln. Und jetzt, da uns niemand mehr daran hindert, die Anstalt zu verlassen, bietet es eine willkommene Ausrede, den Schritt nach draußen feige zu verweigern. Du hast recht, Fremde. Ich drück mich nur von meiner Verantwortung. Der Verantwortung vor mir selber. Das Angebot, das mir die Welt da draußen unterbreitet hat, auch anzunehmen. Ich danke dir. Ich habe endlich einen Entschluss gefasst. Ich kann hier nicht länger in Untätigkeit herumsitzen. Ich sollte über Blumenfelder schwirren und Honig sammeln. Baba Anstalt. Servus Freiheit. Lilly freute sich, dass sie dem Bienenmann geholfen hatte. Schon bald würde er an einem besseren Ort sein. Okay. Wo der Mann im Bienenkostüm jetzt war, brauchte er offenbar keinen Schal. Okay, das nächste ist diese Laterne. Motten umschwirrten das matte Licht der Lampe. Sie waren offenbar auf Nahrungssuche. Ich gebe mal eine kurze Info. Ich habe gestern mir kleine Katzen geholt. Also diese Aufnahme mache ich heute und lade ich heute hoch. Nur so als Information. Also ich bin voll aktuell. Und diese kleinen Katzen, die sind jetzt 10 Wochen alt. Und die zwei, die führen sich auf wie so Berserker. Milo beobachtet die ganze Zeit. Die schauen, der liegt da und denkt sich, hey, was ist denn das? Snoopy und Dixo mögen die beiden nicht. Und ja. Kann ich die füttern? Lilly hatte sich schon oft gewünscht, in einen Zoo zu gehen und Tiere zu füttern. Es war noch viel schöner, als sie es sich ausgemalt hatte. Ach, schön. Löchriges Seidentuch, kann ich das jetzt mit Stärke? Lilly wusste, dass man Stärke dazu benutzen konnte, Wäsche zu härten. Versuchen konnte man es ja mal. Na, wer sagt's denn? Jetzt hatte Lilly ein hartes Tuch mit Löchern. Also, hartes Lochtuch. Okay, das ist jetzt die letzte Lochkarte, die wir jetzt haben. Und ich glaube, dass wir damit jetzt hier rein können. Okay. Huch. Was treibst du denn hier? Bist du etwa tot? Ach, schade. Ich hätte ein wenig Unterhaltung gebrauchen können. Aber der Doktor hat mir verboten, mit anderen Menschen zu reden. Zumindest mit Lebenden. Ich muss dich leider bitten, zu gehen. Das heißt, wir müssen jetzt ein Gespenst werden, oder was? Ich hab 'ne Idee. Zum Wartungsraum müsste das gewesen sein. Hier ist nämlich das Loch, aber vorher. Spitze Gegenstände verwenden. Fusion! So. Kann man das löchern? Oh je. Jetzt hatte Lilly doch tatsächlich das Laken ruiniert. Ob es mit diesen zwei augenförmigen Löchern noch zu irgendetwas gut war?
Also ich glaube schon. Wenn sie nicht mit Lebenden redet, redet sie vielleicht dann mit mir, wenn ich ein Geisterkostüm anhab. Huch, ein Geist. Wie nett. Endlich jemand zum Plaudern. Ihr müsst mir unbedingt helfen. Ich werde von Dr. Marcel vollkommen zu Unrecht in dieser Anstalt festgehalten. Können du und deine Geisterkumpel nicht irgendwas dagegen tun? Ihn verfluchen? Ihm seinen Schlaf rauben? Ihn in den siebten Kreis der Hölle ziehen und ihn dort auf alle Ewigkeit mit glühenden Nadeln foltern? Ach, komm schon. Ich habe so viel für euch getan. Ich habe obskure Rituale durchgeführt, Hühner getötet, nackt getanzt. Wobei ich mir rückblickend gar nicht sicher bin, ob das wirklich ein Geist war, der mich darum gebeten hat. Ach. Irgendwie fühle ich mich unwohl. Könntest du vielleicht deinen Kopf abnehmen, während wir miteinander reden? Mann, du bist ja nicht besonders gesprächig. Willst du mir denn gar nicht helfen? Aha, super. Dann schau dir das mal an. Der Doktor zwingt mich dazu, diese Stoffhasen zu stricken. Keine Ahnung, wozu er die braucht, aber ich bin nicht besonders gut darin. Vielleicht kannst du mir ja unter die Arme greifen. Warte, ich schiebe dir etwas Frotte durch die Durchreiche. Blauer Stoff. Denk dir das, was ich denke. Was hast du da? Zeig mal her. Ah, sehr gut. Du hast das Prinzip offenbar verstanden. Benutz das gelbe Pissoir ruhig so oft du willst. Okay. Was hast du da? Zeig mal her. Ah, sehr gut. Du hast das Prinzip offenbar verstanden. Benutz das blaue Pissoir ruhig so oft du willst. So, jetzt muss ich nur gerade gucken, wo ich den Zettel hin hab, wo ich das Ganze aufgeschrieben hab. Mit den Schwächen. Weil wenn nicht, dann können wir das nämlich gleich jetzt nochmal machen. Ich habe nämlich jetzt eine Zeit lang nicht aufgenommen. Hier habe ich den Zettel von The Council. Hier habe ich den Zettel von Black Mirror. Wo ist der Zettel von Harvey? Okay, wir gehen das nochmal aufschreiben. Hilft halt nichts. Ich muss das wissen. Heile Block. Sieht man hier irgendwas? Ja, da habe ich. Das hat sich durchgedrückt. Das war, als ich jetzt meine neue Schriftart und alles gesucht habe, habe ich ein bisschen selbst rumgemalt. Nicht besonders gut, aber ich habe rumgemalt. So. Also, ich wünsche uns jetzt viel Spaß. Oh, die Katzen. Wie schön. Du bist wieder... Bagelbecher. Schade. So. Droggelbecher. Nicht doch, Droggy. Du musst ihm verzeihen. Er hat eine Sehschwäche. Wie wir alle. Peter hat eine Rot-Grün-Schwäche. Adrian eine Rot-Gelb-Schwäche. Broggy eine Grün-Blau-Schwäche. Und ich habe eine Gelb-Grün-Schwäche. Lustig, nicht wahr? Nochmal. Droggelbecher. Nicht doch, Droggy. Du musst ihm verzeihen. Er hat eine Sehschwäche. Wie wir alle. Peter hat eine Rot-Grün-Schwäche. Adrian eine Rot-Gelb-Schwäche. Broggy eine Grün-Blau-Schwäche. Und ich habe eine Gelb-Grün-Schwäche. Lustig, nicht wahr? Und Droggy. Droggelbecher. Nicht doch, Droggy. Du musst ihm verzeihen. Er hat eine Sehschwäche. Wie wir alle. Peter hat eine Rot-Grün-Schwäche. Adrian eine Rot-Gelb-Schwäche. Broggy eine Grün-Blau-Schwäche. Und ich habe eine Gelb-Grün-Schwäche. Lustig, nicht wahr? Gelb-Grün. Okay. Jetzt werde ich das nochmal abspielen. Alles passt. Nicht doch, Droggy. Du musst ihm verzeihen. Er hat eine Sehschwäche. Wie wir alle. Peter hat eine Rot-Grün-Schwäche. Adrian eine Rot-Gelb-Schwäche. Broggy eine Grün-Blau-Schwäche. Und ich habe eine Gelb-Grün-Schwäche. Lustig, nicht wahr?
Okay, und jetzt muss ich noch auf die Pizza kommen. Lilly wollte nicht noch einen Streit provozieren. Zum Glück hatte sie sich alles gemerkt. Adrian wollte Tomaten, aber keine Blaubeeren. Petra mochte Brokkoli, aber keine Tomaten. Droppelbecher hatte Hunger auf Banane, stellte sich aber beim Brokkoli quer. Und Peter wünschte sich Blaubeeren, hatte aber etwas gegen Banane. Das würde knifflig werden. Banane, Brokkoli, Tomate, Brokkoli, Blaubeere. So. Das heißt, wir müssen jetzt rausfinden, wie wir das ganze Zeug einfärben müssen, dass das mit den Schwächen zusammenpasst. Und so auch, so, ich sollte noch rausgehen aus dem Gespräch. Hallo? Also da ist der Flur. Das heißt, muss ich wieder zum Waschraum nach vorne. Ich habe mir das jetzt alles voll hübsch aufgeschrieben. Ich hoffe, ich kann meine Schrift dann noch lesen. Das ist das Einzige. So. Petra will Brokkoli, mag aber keine Tomaten. Ich möchte mal gucken, wie gucken denn die alle drei jetzt? Rote Bananen, grüne Tomaten, grüner Brokkoli, rote Blaubeeren. Droki mag eigentlich keinen Brokkoli, aber er mag Bananen. Und er hat aber eine Grün-Blau-Schwäche. Also sieht er Grün und Blau nicht. Das heißt, mit Brokkoli, das passt. Petra hat eine Gelb-Grün-Schwäche, mag Brokkoli, aber keine Tomaten. Das heißt, die Tomaten... Das ist fraglich. Droki mag Bananen, die Bananen sind rot. Er hat den Brokkoli auf Minus, hat grün-blau. Petra hat gelb-grün. Das heißt, das Grün passt. Und Peter hat eine rot-grün-Schwäche, mag Blaubeeren, aber keine Bananen. Ich muss jetzt mal was probieren. Wenn ich jetzt die Blaubeeren gelb färb. Was sagte man dazu? Gelbe Tomaten. Die Tomaten wollte ich eigentlich so lassen. Was sagte man dazu? Grüne Tomaten. Und die Blaubeeren... gelb. Was sagte man dazu? Gelbe Blaubeeren. Und den Brokkoli, weil der ist ja eigentlich grün, darum. Was sagte man dazu? Blauer Brokkoli? Rot-gelb. Und die Bananen lasse ich rot. Rote Bananen, grüne Tomaten, grüner Brokkoli, rote Blaubeeren. Das heißt, Adrian müsste dann... Also die Tomaten sind für ihn okay, ja, darum ist es egal, welche, dass die grün sind. Bananen steht gar nichts da. Und Blaubeeren mag er keine. Probieren wir es mal so. Gelbe Blaubeeren. Gelbe Blaubeeren. Jetzt ist Peter wieder glücklich, weil Peter wollte Blaubeeren, aber keine Bananen. Bananen sind da rot. Weil er rot nicht sieht und grün sieht er auch nicht. Und warum ist die noch so? Peter? Ah, die sieht den Brokkoli nicht, weil er grün ist. Blauer passt das so Brokkoli? Jetzt. Das müsste jetzt theoretisch... Adrian sieht rot und gelb nicht. Das heißt, darum sind die Blaubeeren gelb. Die Tomaten
sieht er, weil er grün sieht und Brokkoli ist ihm egal. Petra hat, sieht gelb und grün nicht. Darum sieht sie auch die Tomaten nicht. Aber Brokkoli sieht sie, weil der ist halt blau. Droggy mag Bananen, die sieht er, weil er hat eine Grün-Blau-Schwäche. Der Brokkoli ist blau und darum sieht er die auch. Und Peter mag keine Bananen, hat aber eine Rot-Grün-Schwäche, darum sieht er die nicht. Und die Blaubeeren sieht er, weil die gelb sind. So kann ich mir das jetzt erklären. So, dann probieren wir das mal. Ob man denen das jetzt geben kann. Pizza? Ah, die Pizza. Wohlan. Vortrefflich, vortrefflich. Toll. Ich wünschte, ich könnte auch so gut telefonieren wie du. Roggelbecher. Und Peter ist auch zufrieden. Zufrieden? Wie kann ich in so einer Welt zufrieden sein, in der die einzigen lebenswerten Momente darin bestehen, dass die Pizza nicht falsch belegt wurde? Das heißt ja. Wir stehen in deiner Schuld. Peter wäre fast verhungert. Nicht so schlimm. Ich habe ohnehin schon die Hoffnung aufgegeben, in Würde zu sterben. Roggelbecher! Wohl gesprochen. Nun, da die Verköstigung gewährleistet ist, lasset uns das Spiel beginnen. Möchtest du nicht mitspielen, Kleines? Du wirst sehen, es macht einen Riesenspaß. Wenn man Freude an exzessiver Selbsterniedrigung hat. Das und ein Würfelbecher. Roggelbecher! So sei es. Dann folge uns nun in die Welt von Hotmotigor. Eure Gruppe hat ihr Lager unweit der berüchtigten Koboldklamm aufgeschlagen. Lilly fand sich auf einer Lichtung wieder. Das Lagerfeuer prasselte und der Wind pfiff durch ihre Kleidung. In der Ferne hört ihr die Kriegstrommeln der Kobolde. Es ist eure letzte Rast vor der großen Schlacht. Lilly hörte tatsächlich Trommeln. In den nahen Bergen schien eine gewaltige Armee auf sie zu warten. Sag mal, erzählst du die Geschichte oder ich? Was? Es ist nur, ich sehe keinen Spielleiter-Sichtschutz bei dir. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass man den Rollenspielmeister an seinem Spielleiter-Sichtschutz erkennt. Das ist doch lächerlich. Ich bin der Erzähler. Ich brauche keinen... Na, dann leite du doch die Rollenspielrunde. Ich bin gespannt, wie du das anstellst. So ganz ohne Kampfwerttabellen und Quellenbücher. Was? Das ist doch... Das hab ich mir gedacht. Und jetzt rück mal. Hey! Du kannst doch nicht... Wo war ich? Ach ja, ihr seid im Auftrag des Königs unterwegs, um die Klamm von den Kobolden zu befreien. Man erzählt sich, dass die Kobolde den rosaroten Fluss gestaut haben. Dadurch wurde die wichtigste Gedenkstätte Hotmotigors in einen Stausee verwandelt. Das Tal der unbequemen Erinnerungen. Außer eurer Gruppe sitzt noch der geheimnisvolle Ortskundige am Lagerfeuer. Ihr seid müde von der Reise. Aber an Schlaf ist nicht zu denken. Überall könnten Späher der Kobolde lauern. Die Schwarzmagierin Petrulla, der edle Sir Droggelot und der lustige Gaukler Schnippo. Ich will eine andere Rolle haben. Sammeln ihre Kräfte für den Kampf. Nur die amazonische Barbarenkriegerin Lillegrim. Das bist du. Nur die amazonische Barbarenkriegerin Lillegrim ist voller Unlust. Es ist deine Aktion. Lillegrim, was tust du? Okay. Mach mal einen Wurf auf Charisma, Peter. Muss ich? War ja klar. Nippo ist wohl der hässlichste Narr, den du jemals gesehen hast. Droggelot sah prächtig aus in seiner strahlenden Rüstung. Droggelbecher! Ein Mithril-Harnisch? Wirklich? Droggelbecher! Ja gut. In seinem Mithril-Harnisch. Okay. Also ich find's lustig.
Petrulla saß am Feuer und beobachtete den Teekessel. Beschreib dich doch mal kurz selbst. Also, ich bin voll die mächtige Zauberin und hübsch, aber auch voll mächtig. Und ich trage eine Robe mit goldenen Stickmustern. Und das ist auch voll hübsch, weißt du? Unter der Kapuze sehe ich dann voll gothic-mäßig aus, aber hübsch. Danke, Eva. Das reicht wohl. Die vermummte Gestalt saß schweigend am Lagerfeuer. Komisch. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass die im Abenteuer vorkam. Aus welchem Sourcebook stammt die denn? Das ist Harvey. Na schön, dann reden wir mal mit denen. Hallo Lillegrim, möchtest du dich von meinen lustigen Späßen erheitern lassen? Dann schau her. Und schon amüsiert? Ich dachte ja nicht, dass ich jemals so etwas sagen würde. Aber ich wünschte, wir würden in die Schlacht ziehen, anstatt hier nur rumzulungern. Ein schneller, blutiger Tod wäre mir deutlich lieber als diese nicht enden wollende Erniedrigung. Okay. Ich habe keine Angst vor den Kobolden, falls du das meinst. Ich fürchte mich nicht davor, von mächtigen Koboldwaffen in Einzelteile zerlegt zu werden. Und die Gerüchte, dass sie die Gedärme ihrer Opfer um dornige Spieße wickeln, prallen von mir ab. Denn ich bin Schnippo, der lustige Spaßmacher der Gruppe. Das sieht aus wie Kartoffeln. Und wenn ich jetzt das bringe, dann bin ich bei jedem einzelnen deutschen Zuschauer wahrscheinlich undurch, also sage ich lieber nix. Ja, es sieht nicht nur so aus. Ich jongliere tatsächlich nur mit einer Kugel. Und ich weiß auch, wie lächerlich das wirken muss. Auf meinem Charakterbogen stand, dass ich, der lustige Schnippo, habe die erstaunliche Fähigkeit, mit 55 Kugeln gleichzeitig zu jonglieren. Aber so gerne ich mein Gehirn doch mit der Vorstellung belastet hätte, wie das wohl aussehen würde, der geheimnisvolle Wanderer meinte, ich solle lieber nur mit einer Kugel jonglieren, weil das viel besinnlicher ist. Und solange ich nicht aus Scham oder Langeweile einer spontanen Selbstentzündung erliege, werde ich mich daran halten. Wenn du einen besseren Vorschlag hast. 55, 3. Bei der Kugel bleiben. Keine Kugel. Du meinst, ich sollte es mal ganz ohne Kugel probieren? Bravo. Du hast die einzige Möglichkeit gefunden, meine Langeweile noch weiter zu steigern. Andererseits, wenn ich ohne Kugel jongliere, könnte ich mich vielleicht sogar etwas hinlegen. Gegen Schlafen hat hier ja offenbar niemand etwas. Kugel! 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 So. Sir Drogelot? Hallo Lillegrim, bist du immer noch auf den Beinen? Du solltest dich ausruhen. Ich halte Wache und pass auf, dass das Feuer nicht ausgeht. Jetzt schau mal nicht so grimmig. Dein Tatendrang ehrt dich zwar, aber der geheimnisvolle Wanderer hat recht. In der Ruhe liegt die Kraft. Lillegrim hätte den tapferen Sir Drogelord am liebsten angebrüllt. Sie war sicher nicht den ganzen Weg zur Koboldklamm gereist, um zu schlafen. Doch etwas hielt sie davon ab, die Kontrolle zu verlieren. Wütend wandte sie sich von ihrem Gefährten ab. Ihr Blick fiel auf den stillen Wanderer, der das ganze Gespräch mit angehört hatte. Hatte sie da ein Schmunzeln unter der Kapuze gesehen? Jetzt müssen wir uns darum kümmern, dass sie die Fassung verlieren darf. Ich weiß ja, was du sagen willst. Du bist zum Kämpfen hier und nicht zum Rasten, stimmt's? Vielleicht sollten wir doch noch heute Nacht die Ruhe bewahren und unsere Kräfte sammeln. Das wolltest du doch sagen, oder? Der Wanderer hat recht. Überstürztes Handeln hat noch nie einen Vorteil gebracht. Das ist... Erstens mal finde ich es faszinierend, dass Drogelbecher spricht. Und das Zweite ist halt eben, ja, der Wanderer ist Harvey.
keine Angst. Die Kobolde werden uns heute Nacht bestimmt nicht mehr angreifen. Sie bewachen ihren Staudamm in der Klamm. Ich frage mich allerdings, was sie vorhaben. Den rosaroten Fluss zu stauen und dadurch das Tal der unbequemen Erinnerung zu überfluten. Wozu? Das alles ist sehr rätselhaft. Machst du dir Sorgen um das Feuer? Normalerweise würde ich dir recht geben. Die paar Scheite reichen bei weitem nicht aus, um das Feuer die ganze Nacht in Gange zu halten. Außerdem passieren immer die tollsten Sachen, wenn man sich bei der Suche nach Feuerholz in den Wald schlägt. Man findet Schatzkarten, fällt in verwunschene Brunnen oder trifft auf Händler mit magischen Amuletten. Vielleicht sollte ich... ein wenig entspannen und es für heute gut sein lassen? Das war es doch, was du sagen wolltest, oder? Der Wanderer hat recht. Es muss ja nicht immer was passieren. Und die Nacht ist ja recht warm. Ich warte nur noch, bis der letzte Scheit ins Feuer muss. Dann gehe ich auch schlafen. Ich will aber, dass du jetzt schläfst. Puh. Bist du etwa auch so müde wie ich? Komm, schlaf ein. Vielleicht hilft's ja. Kann ich jetzt mitnehmen, gell? Kann ich die Kugel da reinstopfen? Pass mit dem Sicherheitsventil auf. Wenn du es verstopfst, könnte uns der ganze Kessel um die Ohren fliegen. Komm, Petrulla. Erschreck mich doch nicht so. Du siehst doch, dass ich den Kessel bewache. Die Kobolde verhalten sich ruhig. Zu ruhig vielleicht. Was haben die Kobolde bloß vor? Warum setzen sie eine der größten Gedenkstätten des Königreichs unter Wasser? Mir ist ja mal was Ähnliches passiert. Aber das war ein Unfall. Und außerdem glaube ich auch nicht, dass die königliche Toilette wirklich als Gedenkstätte zählt. Okay. Wenn du dich fragst, was ich hier treibe, ich braue natürlich einen diabolischen Zaubertrank. Naja, in Wirklichkeit ist es ein Beruhigungstee. Ich wollte eigentlich ein paar Kaffeedämonen heraufbeschwören, aber davon kann man so schlecht schlafen. Und wir brauchen ja unsere Kräfte für die Schlacht. Jetzt muss ich den Kessel bewachen, bevor er zu pfeifen anfängt. Der Wanderer hat so empfindliche Ohren. Gähn hier doch bitte nicht so rum. Weißt du denn nicht, wie ansteckend das ist? Und ich muss doch meinen Kessel bewachen. Obwohl, das kann ich nicht. Sag mal, wenn du eh noch aufbleibst, kannst du denn nicht auf den Kessel aufpassen? Ja, klar. Aha. Oh, prima. Dann kann ich endlich schlafen. Du weißt ja, wir brauchen unsere Kräfte für... die Schlacht. Okay. Errungenschaft. Rollenspieler. Okay. Kann ich das jetzt zustopfen? Ich will das jetzt zustopfen. Hallo? Gut. Die Kugel steckte. Aber noch reichte der Druck im Kessel nicht aus, um etwas zu bewirken. Dann legen wir halt noch Holz dran. Versuch's. Die Scheite in das Feuer zu legen. Mach mal einen Wurf auf Schleichen und Verstecken, damit Sir Drogelot nicht aufwacht. Geschafft! Die Scheite lagen im Feuer. Aber Kind, was tust du denn da? Dieser Lärm ist der Gruppenharmonie bestimmt nicht zuträglich. Ohne dich drängen zu wollen, vielleicht ist jetzt doch der geeignete Zeitpunkt für eine kontrollierte, bedachte Handlung. Wenn du mit der gebotenen Ruhe vorgehst, gelingt es dir sicher, den Druck vom Kessel zu nehmen, bevor ein Unglück passiert. Ich muss dich eindringlich bitten, diesen Ton abzustellen.
Siehst du nicht, dass du die ganze Idylle zu zerstören drohst? Maus? Das ist doch zu den Waffen! Man hat uns den Krieg erklärt! Blast das Horn! Oh, dieser Ton muss Ruhe bewahren. Es reicht! Ich halte das nicht mehr aus! Bei diesem Lärm kann man einfach nicht anders, als die Beherrschung zu verlieren. Zu den Waffen! Endlich begann der lustige Teil des Rollenspiels. Vollkommen entfesselt stürmte die Gruppe auf das Schlachtfeld. Allen voran Lillegrim, die Wut entbrannt ihr Berserkerschwert kreisen ließ. Und während in der Anstalt die Würfel rollten, rollten in Hut Mutigur Koboldköpfe. Manchmal war es offenbar doch angebracht, seiner Wut freien Lauf zu lassen. Die Schlacht war kurz. Die Kobolde hatten dem unbändigen Zorn der Gruppe nichts entgegenzusetzen. Die Pläne des Koboldkönigs waren vereitelt. Lillegrim fand den besiegten Monarchen unter einem Stützpfeiler des Staudamms. Lilly, arme, törichte Lilly, das war ein schrecklicher Fehler. Lillegrim wunderte sich noch, als sie über sich ein bedrohliches Knacken hörte. Ah! Wusch! Als die rosaroten Fluten verebbt waren, bot sich unseren Helden ein einmaliger Anblick. Das Tal der unbequemen Erinnerungen. Na, guck sich das einer an! Ich muss sagen, ich bin schwer überwältigt. Ihr solltet nicht hier sein. Ha! Du bist und bleibst ein Scherzkeks-Schnippel. Nein. Ich meine das ernst, das Tal ist verflucht. Ich habe gehört, dass... Moment mal. Lilly? Was ist denn los mit ihr? Erfahrungspunkte? Lilly hatte die Wahrheit gesehen. Sicher könnt ihr euch vorstellen, wie es ihr jetzt ging. Könnt ihr nicht? Tja, wer weiß schon, was so im Kopf eines kleinen Mädchens vor sich geht. Geht es dir gut? Kleines Mädchen? Kleines Mädchen? Hallo? Alles klar bei dir? Ich hab mir Sorgen gemacht, weißt du? Spinn ich? Oder ist es hier gerade kälter geworden? Und wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.